Als treuer Ritter des Königs solltest du die sonderbaren Vorfälle an den Grenzen des Reiches aufklären. Doch die schlimmsten Ängste des Ordens haben sich bestätigt. Ragnar, Herr der Festung bei Tabriz, scheint euch verraten zu haben. Dein Trupp wurde von seinen Rittern aus dem Hinterhalt überfallen. Und nun schmachtest du im finsteren Kerker. Dein Einsatz ist gescheitert. Deine Männer sind gefallen. Nur eine letzte Hoffnung bleibt dir, deine Ehre und das Königreich vor seinen Feinden zu retten. Fliehe aus dem Gefängnis. Finde und bezwinge Ragnar. Hey, hi. Heute spielen wir ein bisschen Blade of Darkness Re-Release 2021. Aber warum sind wir hier in dieser etwas zu dunklen Burg, die ich euch jetzt etwas heller mache, wenn es denn sein muss, in diesem etwas zu dunklen Dungeon? Weil der ganze Spaß hier jetzt in Upscaled HD ist und der Controller-Support nicht nur da ist, sondern auch verbessert ist. Den Controller-Support gab es, glaube ich, schon, als ich mit dem Zwerg gespielt habe. Das komplette Playthrough müsste hier unten in der Beschreibung verlinkt sein. Aber was heißt Upscaled HD-Grafik? Das bedeutet auch, dass wir jetzt einen ganzen Haufen coole neue Grafikoptionen haben, die wir besser sofort wieder ausschalten. Wir haben jetzt verbessertes Anti-Aliasing, heißt es, glaube ich, nicht? Also Pixelkantenglättung. Wenn ich euch schon mal hier habe, erkläre ich euch auch direkt, was das alles heißt. Das weiß ja nie jemand. Wir haben frisches neues HDR, High Dynamic Range, bedeutet im Prinzip, dass alle Fackeln jetzt kleine Sonnen sind, das ist Irrsinn. Wir haben Screen Space Ambient Occlusion, das ist wild, SSAO, das bedeutet einfach nur, dass manche Ecken dunkler sind, unabhängig davon, dass das Schatten sind. Bloom, ja, Bloom, genauso wie Motion Blur, es ist beides an, viel Spaß damit. Ich frage mich aber bei so Sachen wie Motion Blur zum Beispiel, ob ich im Computerspiel Dinge anschalten sollte, die mein Gehirn mit großer Macht versucht zu korrigieren, während ich draußen unterwegs bin. Aber hey, kommen wir zum Controller Support. Ist im Prinzip so gut wie die Original-Tastaturbelegung, über die ich mich im verlinkten vollen Zwergen-Playthrough schon beschwert habe. Ich weiß wirklich nicht, wer hier von den Entwicklern für die Tastatur- und Controllerbelegung zuständig ist, aber die haben, glaube ich, seit einer Weile kein modernes Computerspiel mehr gespielt. Weil, ich sag's mal, wie es ist. Meine Highlights von der Standard-Controllerbelegung sind definitiv Angreifen auf A, Gegner anvisieren auf der rechten hinteren Schultertaste und natürlich der Klassiker Screenshots, wenn ich den linken Stick reindrücke. Premium. Ich habe also quasi alles umgelegt und es ist überraschenderweise definitiv spielbar mit Controller, auch wenn ich manchmal das Gefühl habe, dass die Stick-Inputs etwas ungenau bzw. etwas zu empfindlich sind. Ich hoffe, der Controller ist es diesmal nicht. Den hatte ich ja letztens während dem Evil West Playthrough getauscht und habe jetzt einen ganz frischen Original Xbox Series Controller. Der sollte eigentlich also noch okay sein. Das klang jetzt alles ein bisschen negativ, soll es aber natürlich nicht. Die Grafik sieht wirklich besser aus und skaliert wesentlich angenehmer. Rüstungen, Schilde und Waffen sehen jetzt viel detaillierter aus. Ich habe ein paar alte Save-Games geladen und je nachdem, was man da für ein Schild hatte, war da vorher einfach nur so ein brauner Schmier drauf. Mittlerweile ist da ein richtig hübscher Adler drauf und sowas. Also man sieht es definitiv, auch wenn es jetzt hier vielleicht mit der YouTube-Compression und so ein bisschen untergeht, dass das Ganze besser aussieht. Wenn man selber spielt, dann fällt es einem definitiv auf. Die Controllersteuerung hat mich tatsächlich positiv überrascht, nachdem ich die ein bisschen umgelegt habe. Aber wie gesagt, ich habe auch die Tastatursteuerung vorher umgelegt. Da muss man halt gucken. Positiv ist ja auch erstmal vorzuheben, dass man es umlegen kann, ohne dass man in irgendeine verrückte INI-Datei oder so gehen muss. Es gibt noch eine Liste, die ich im Forum gesehen habe, von kleineren Bugs und von falsch genutzten Models. Deshalb auch einer der Gründe, weswegen wir hier die erste Mission vom Ritter spielen. Die Ritter, gegen die wir hier kämpfen, die Rogue Knights heißen sie, glaube ich, benutzen im Moment das falsche Model und sind ein bisschen größer. Ihr könnt es daran sehen, dass die Arme durch die kleinen Schutzschilde durchklippen. Aber hey, anscheinend ist auch der Modloader und die GOG-Version kaputt gegangen und die kaputten Waffenmodels vom Zwerg und der Amazone sind auch nicht gefixt worden. Aber ich denke, genug geschimpft. Wir spielen das Intro-Level vom Ritter, dem echten Hauptcharakter, weil Blade of Darkness ist immer noch ein sehr, wirklich ein sehr gutes Third-Person-Action-Spiel.
um dass sich die Entwickler, die das ja jetzt hier re-released haben, auch 2 Jahre nach dem Re-Release immer noch drum kümmern und da große Änderungen durchdrücken. Und falls ihr den Rest vom Spiel sehen wollt, weil die anderen Level alle wirklich immer gleich sind mit allen Charakteren, könnt ihr euch, ich glaube, ich habe es jetzt schon 3-mal erwähnt, mein komplettes, fast schon Walkthrough mit dem Zwerg anschauen. Ich habe alle Level gemacht, alle Geheimnisse aufgedeckt, alle Runen eingesammelt. Aber wir wechseln jetzt mal zum Live-Fayette und verprügeln hier noch ein paar Dudes. Oh, ich habe meinen Einsatz verpasst, weil ich nach dem Typ da geworfen habe. Ich bin's, Live-Fayette. Also nicht Live-Fayette, aber Gameplay-Fayette. Der nicht vorher alles vorgelesen hat. Ich hoffe, man kann meine Sticks nicht klappern hören. Kommt aber ganz drauf an. Ich war gerade so abgelenkt davon, dass ich den Gladius nach dem Typ hier geworfen habe. Und dann habe ich vergessen, wo ich auf dem D-Pad neue Waffen auswählen kann. Das meine ich mit, die sind manchmal ein bisschen ungenau, die Sticks. Ich drücke nach hinten und angreifen und der schlägt den Angriff von oben. Sehr verwirrend. Ich weiß nicht, warum er das macht. Also ich weiß schon, warum er das macht, weil das Spiel hier sowieso ein bisschen empfindlich ist, was die Inputs angeht. Man muss ja zum Beispiel zuerst ja eigentlich hochdrücken und dann angreifen, damit Dinge passieren. Und nach unten ist er auch ein bisschen empfindlich, aber ich denke, wenn ich ein bisschen mehr mit dem Controller spielen würde, würde ich mich da auch wieder dran gewöhnen, wie das alles funktioniert. Welchen Schlüssel habe ich denn in beide Richtungen? Immer noch wirklich ein gutes Spiel. Ich habe das hier jetzt letztens zum Testen schon einmal angespielt, das Level hier, damit wir jetzt keine Dreiviertelstunde hier dann rumhängen. Ich euch hier ein paar Scherze zeigen kann, die man hier so treiben kann im ersten Level vom Ritter. Gerade Lust bekommen, einfach weiter zu spielen. Aber wahrscheinlich nicht mit dem Controller. Ich sage, ich finde die Sticks sind ein bisschen zu empfindlich. Aber hey. Gibt wahrscheinlich einen Haufen Leute, die einfach nur froh sind, dass sie es mittlerweile mit dem Controller spielen können. Das hatte ja das Originalspiel tatsächlich niemals gehabt. Und es gab ja auch tatsächlich am Anfang Ärger damit, ob man denn überhaupt mit dem Controller spielen kann. Ich konnte es mir ja auch nie wirklich vorstellen. Die haben das ganz nett gelöst, indem die einfach die Special-Attacken, für die man lange Inputs machen musste, auf einfach Controller-Knöpfe gelegt haben. Ist natürlich ein bisschen simpler, als das dann auf dem PC zu machen, auf der Tastatur, wo ich dann bestimmte Kombos eingeben muss tatsächlich, damit die Attacken ausgeführt werden. Hier muss ich jetzt halt nur einen Button drücken, aber so groß der Unterschied nur auch nicht. Vor allen Dingen gibt es ja manche Kombos, die wirklich hässlich waren. Dann, was ich hier gemeint habe mit, die Ritter sind nicht die richtigen, ihr seht es ja wahrscheinlich, deren, gleich wenn die gegen mich kämpfen, dann klippt deren Arm durch den kleinen Schild durch. Das sind zu große Models. Die haben wohl bei ein paar verschiedenen Gegnern die falschen Models eingeräumt. Das Ding hier werfen wir nach irgendwem, sollt ihr mal sehen. Ich weiß wirklich nicht, wie auf die Idee kam, dass der linke Stick reindrücken. Kopf ab. Dass der linke Stick reindrücken die Screenshot-Taste ist, das ist wirklich abgefahren. Auf dem D-Pad Sachen auswählen zu können, ist tatsächlich ganz angenehm. Da beschwere ich mich mal so gar nicht. Also neue Schilder und neue Waffen und so. Da müssen wir jetzt Druck drauf lassen und saugt den mit dem Trank weg. Den brauche ich gleich. Das hier ist tatsächlich eine schwierige Ecke. Wenn das Spiel nicht kann, ist das Startlevel vom Ritter gar nicht mal so ohne. 50er, hallo. Na, man sieht es hier zum Beispiel mit der HD-Grafik. Die Hose, die ich hier habe, diese Kettenhose, sieht mittlerweile fast aus wie eine Strumpfhose. Weil die so, genau ist mittlerweile. Ich sag, man merkt es vor allen Dingen bei den Waffen später. Die sehen wesentlich detaillierter aus oder die größeren Schutzschilder. Man sieht es auf jeden Fall, dass sich an der Grafik was getan hat. Was ja auch gar nicht so verkehrt ist. Hier müssen wir gleich diese komische Mechanik benutzen, die man nur einmal im ganzen Spiel im Startlevel vom Ritter benutzt, nicht? Ach genau, was auch ein bisschen hässlich ist. Ich weiß gar nicht, wie es auf der Tastatur funktioniert hat, aber gab es da nicht einen extra Knopf für Sprinten? Weil ich bin hier die ganze Zeit so am Abgehen, oder gab es einen extra Knopf für Gehen? Ich glaube, so war es nicht, weil sobald ich den Stick hier auch nur einen Millimeter nach vorne bewege, sprintet der los wie ein Geistesgestörter. Das hat mich ein bisschen aus der Fassung gebracht. Motion Blur. Der ganze Blumen- und Motion-Blur-Kram ist alles nichts, was ich unbedingt bräuchte. Aber hey.
fand das Spiel davor schon nicht allzu schlecht. Das sind so alte Spiele, die ja tatsächlich so quasi JPEGs benutzen, um die über ihre Charaktere zu ziehen. Die altern tatsächlich besser, als man Grafik benutzt. Uff. Warte, wenn ihr das Spiel hier seht, ich habe zwar eben gerade darüber geredet, für Evil West den Controller getauscht zu haben, aber Evil West ist dann jetzt noch gar nicht rausgekommen. Sehr clever von mir, was? Ach richtig, was man im Controller auch wirklich benutzen muss, ist Gegenstände auswählen. Also den Fokus wechseln, wie ich jetzt gerade hier zwischen dem Käse und der normalen Fackel und dann mit meiner Fackel die angezündete Fackel ausgetauscht habe. So, das hier ist eine Mechanik, die benutzt man genau einmal im Spiel und zwar hier. Tatsächlich kann man da gemütlich hängen bleiben, weil ich sage, ich glaube, man kriegt es im Tutorial beigebracht, was auf Deutsch mit der Übersetzung Lehrgang heißt. Ich bin übrigens ziemlich sicher, dass ich doch eigentlich das Zwergen-Playthrough auch auf Deutsch gespielt habe, aber der Ansager auf Englisch war, oder? Haben die den irgendwann reingepatcht? Müssen sie ja, weil das eben gerade war der original deutsche Sprecher, den ich von vor 1000 Jahren kannte, als ich das Spiel als kleiner Stöpsel gespielt habe. Und quasi ungefähr 2 Level weit kam. Wenn überhaupt. So, jetzt muss ich kurz darüber nachdenken. Wie gesagt, es ist eine gute Umsetzung mit dem Controller. Ich glaube, ich hatte euch damals schon mal angedroht, wie ich den Zwerg gespielt habe, mal ein Level mit dem Controller zu spielen. Das wäre mir da wohl wesentlich schwerer gefallen, weil der Controller-Support wohl um einiges besser geworden sein muss. Hier sind die zwei Dudes, denen man beim Reden zuhören kann, glaube ich. Ich glaube, wir sind zu spät. Die schwätzen auf jeden Fall manchmal, die zwei hier. Ich muss mich immer beim Ritter zurückhalten, nicht aus Versehen den linken Schlag zu benutzen, weil das ist der, wo der diese Pirouette dazu macht. Und so wie das immer ist, wenn euch jemand in einem Video im Internet erklärt, dass man sich beim Kämpfen nicht drehen soll, genauso ist das hier in dem Spiel auch. Man dreht sich und die Gegner nutzen das eiskalt aus, dass man ewig angreift. Deshalb muss man mit dem Ritter oben und rechts oder einfach oben und normal benutzen als Angriffe. Also ich jetzt hier so viel Schaden nehme, ist nicht weiter schlimm. Die geben hier jetzt genug Tränke, dass das alles wieder rückgängig gemacht werden kann und muss die ersten Level nicht besonders sauber spielen. So in der Mitte ist das Spiel schwer. Die letzteren Level muss man auch nicht mehr besonders sauber spielen, weil man dann coole Rüstungen hat. Und in Tränken ertrinkt quasi. Oder Käse, damit die Verletzung an meinem Oberarm wieder zuwächst. Tatsächlich hat der Ritter zwei echt schwere Gegner in seinem Intro-Level. Ich verstehe allerdings nicht, warum der Ritter zwei wirklich gute Barbarenwaffen in seinem ersten Level hat, weil mit dem Barbaren kommt man hier niemals vorbei. Die Startlevel sind die einzigen 4 Level, die exklusiv sind. Ansonsten spielt man mehr oder weniger in derselben Reihenfolge durch. Mit allen Charakteren. Ich habe ja jetzt, was habe ich hier? Ich habe das Schwert des Todes, das ich glaube ich nicht mal werfen kann. Und wir haben noch die Sonnenfinsternis-Axt, die ich ja eben gerade schon mal erfolgreich auf jemanden geworfen habe. Aber dann denken in dem Spiel hier, gemütlich Waffen werfen. Lohnt sich ja sonst gar nicht. Ich hoffe mal, wir kommen hier komplett durch, ohne dass ich neu laden muss oder so ein Blödsinn. Ich wollte zumindest jetzt nicht unbedingt speichern zwischendurch. Da oben war ein Riss in der Welt gewesen. Oh ja, ich irritiere den Gegner, indem ich mich mit dem Rücken zu ihm drehe, okay? Er macht dasselbe wie ich, einfach oben seitlich. Dass er keine Ausdauer mehr hat. War als Zwerg alles einfacher, der war so klein. Die Gegner haben alles nur über den drüber geschlagen. Muss ich erstmal ein leckeres Brot und Käse essen, damit ich wieder zu Kräften komme. Ich habe das Intro drin gelassen, nicht? Also ihr wisst, was ich hier mache. Ich versuche aus der Burg hier zu fliehen und dabei Ragnar zu töten, der mich und meinen Ritterordentrupp verraten hat. Von der Story her ist das hier tatsächlich der Hauptcharakter des Spiels. Da kann man nicht großartig was zu sagen, wenn man die Prophezeiung dann liest später und so und herausfindet, warum man das Ganze hier macht. Und vor allen Dingen ist Sargon ja auch, wenn man selber nicht der Ritter ist, der Charakter, den man später sieht, der stirbt während der Quest. Weil er der Hauptcharakter war. Und ist, glaube ich, ja der einzige Charakter, der 3 verschiedene Rüstungen bekommt, also später richtig, richtig dick aussieht in seiner...
Oh, hier mit den Hellebarden muss ich ein bisschen aufpassen. Der in seiner schweren Ritterrüstung richtig professionell aussieht. Haha, geblockt. Au. Mit den Schildern, ich sag's nur, falls ihr das Spiel kauft oder selber weiterspielen wollt, irgendwie Schilder nicht kaputt gehen lassen. Die bekommen zwischen den Leveln wieder volle Haltbarkeit hergestellt, weil Schilder im Spiel hier zerbrechen. Ihr könnt es unten sehen, das hat jetzt nur noch 57 von 80. Ihr könnt dem seins hier noch mitnehmen. Wichtig natürlich, auch Schilder fallen lassen, indem ihr den Werfenknopf drückt und dann auf Blocken drückt. Viele Leute wissen auch das nicht. Wird noch ein heimliches Tipps-Video, während ich eigentlich nur ein bisschen neue Beleuchtung und HD-Grafik zeigen will, während ich eine Runde mit dem Controller hier spiele. Wir müssen den Hebel noch ziehen, was? Genau. Immer noch ein bisschen dämlich, dass man beim Sprinten Treppen einfach so runterfliegt und es, wie bereits erwähnt, schwierig ist zu gehen, zumindest mit dem Controller, weil der sofort in Sprint verfällt, sobald ich auch nur einen Millimeter vordrücke. Das JPEG da im Hintergrund, was die Skybox ist, ist sehr beeindruckend. Da hat wirklich einfach einer ein Bild an die Wand geklebt. Wow, hey, was machst du hier so ein Rabatt? Ich block dich und dann zerschneide ich dich. Und dann werfe ich deinen Kopf von der Mauer. Sollst du mal sehen, los, schlag mich. Jetzt bist du dran, mein Kerl. Zack, oben rechts, oben rechts. So, jetzt schneiden wir deinen Kopf ab. Mal auf. Dann wird dein Kopf ab. Wenn ich ihn gefunden habe. Wenn ich ihn gefunden habe. Ich glaube, sein Kopf ist in den Shadow Realm geflogen. Da gibt es also nichts mehr zu finden. Dann nehme ich seinen Oberschenkel oder was ich habe. Nein, warte, ich habe. Oh. Ich halte Händchen mit dem gegnerischen Ritter. Wir sind jetzt Freunde. Ich werfe so die Mauer in Richtung von dem Skybox-JPEG. Das sieht übel aus. Die hätte mal jemand upscalen müssen, die Bilder da hinten. Gibt's hier was zu essen für mich? Oh, ich habe ein Level-Up gehabt. Aber dann kann ich jetzt den Special-Angriff, oder? Wo ist der Kram? Gladius. Angreifen und nach links oben. Schau doch mal. Angreifen und nach links oben. Schwung des Stolzes. Da war. Den brauchen wir, um das Level hier fertig zu spielen, weil der Boss hier ist tatsächlich nicht so ohne. Ah, ich weiß, wir kämpfen gleich gegen diesen komischen dunklen Ritter, der wahrscheinlich das Thumbnail für das Video hier werden wird. Aber für den brauchen wir das nicht. Wir ignorieren ihn jetzt auch erstmal so, wie sich das gehört. Die richtige Richtung, oder? Ja, doch. Hier drin geht nicht viel. Ich kann nur ein bisschen Gesundheit wiederherstellen. Ich scheine immer ein bisschen zu weit nach links zu drücken, während ich eigentlich einen Angriff nach hinten machen will. Deshalb macht er immer die Pirouette. Aber hey, ist halt der linke Trigger, nicht? Beziehungsweise der linke Stick. So, da wollen wir erstmal nicht entlang. Da ist nämlich der große Bösewicht. Wir wollen zuerst kurz runter ins Lager gehen, um da einen Trank zu besorgen, der die ganze Sache relativ trivial macht für uns. Bam! Das war Schwung des Stolzes. Du hattest keine Chance. Rogue Knight. Ihr habt den edlen Kodex des Orden der Ritter verraten und müsst deswegen jetzt alle vernichtet werden. Elende Verräter und Heretics. Hallo, ist hier. Oh. Den habe ich gesehen wegen dem Schatten. Bam! Oh Gott, Schwung des Stolzes pariert. Er hat mir voll in die Fresse geschlagen. Wie ich aussehe. Oh. Na gut. Brauche mich jetzt nicht zu beschweren. Ich halte den Mann jetzt an seinem Hörnchen fest. Den brauchen wir nochmal für später. So, hoffentlich sterbe ich jetzt hier nicht in Sense Fortress. Hui. Krafttrank, der macht den Super Special Gegner da oben relativ trivial, deshalb nehmen wir das Ding mit. Ja, die schlagen mich sofort runter und ich müsste das ganze Video wieder von vorne anfangen, weil ich immer noch nicht gespeichert habe, aber hey. Das hier merken wir uns, dass hier unten ein Schloss für den Turm ist. Das ist wichtig. Das ist direkt ein Geheimnis im Ritterlevel. hier gibt es doch mit Sicherheit irgendwas zu mampfen. Wir haben theoretisch noch am Eingang was, nicht?
Normale Kost hier bei den Jungs. So, hier gab es dann auch irgendwo was richtig. Leckere Brotkanten. Wo sind Tränke? Der rechte D-Pad, genau. So, gehen wir mal um die Ecke. Schauen uns den großen bösen Ritter an. Oh nein! Er hat ein Schwert und er hat ein Schild. Also jetzt gleich, wenn er fertig ist mit allem. Ich brauche eine Sekunde. Greif mich bitte nicht an. Okay, ich gehe kurz hier hin, dann trinke ich den Krafttrank. Abgesippt den Rieseneimer. Ich weiß zwar nicht, wo ich da die 25 Liter Krafttrank in meinem Säckel hatte. Und jetzt ignoriere ich einfach alles, was der macht. Okay, ich treffe den nicht mit meinem... Dann schlage ich einfach normal drauf. So, wir müssen dem wie viel Gesundheit abziehen? Der müsste sich jetzt verpuffen, genau, 200. Wenn ich nicht versucht hätte, den mit meinem Spezialangriff zu treffen, dann wäre ich ja nicht so erbärmlich hier gestanden. Jetzt ziehen wir direkt noch hier so einen 500er ab. Dann sind wir auch wieder fresh. Hey Jungs, mein Krafttrank wirkt noch. Ich habe das Gefühl, dass das mit der Tastatur ein bisschen einfacher zu zielen ist, diese Spezialangriffe, weil ich treffe gerade gar nichts mit dem Ding. Ich habe gerade wieder an dem hier vorbeigeschlagen. Wir haben den Turmschlüssel, das heißt, wir können jetzt hier im Turm weitergehen, aber wir sind ja clevere Menschen. Haben uns gemerkt, ich dachte, er hätte einen Trank dabei gehabt, und haben uns gemerkt, dass da unten ein Schloss für den Turmschlüssel war. Da kommen wir nämlich in die Waffenkammer rein. Fliegen hier die Treppe runter, weil wir immer noch gemütlich am Sprinten sind. So, einmal aufschließen. Und tada, leichte Ritterrüstung noch im Intro-Level vom Ritter. Sehr cool. Der Ritter ist schon ein stylischer Charakter. Also die Rüstungen sind cool, die der bekommt. Schwerter und Streitkolben sind cool, die der hat. Die haben auch alle gute. Okay. Das wäre jetzt sowas gewesen, wenn ich das hier fürs Playthrough aufgenommen hätte, hätte ich oben den kompletten Gesundheitstrank abgezogen, anstatt den 500er, weil dann hätte ich nämlich gewusst, dass der da drin ist. Und hätte euch vorher noch darauf hingewiesen, damit ihr euch etwa die Qualität von dem Walkthrough mit dem Zwerg vorstellen könnt. Aber hey, ist doch Wurst. Wir sind gleich durch hier. Wir sind gleich durch hier und ich denke, wir haben dann auch soweit alles gesehen, was hier mit Upscaling und so passiert ist. Ich finde es nicht verkehrt, auch wenn die neue Kamera ein bisschen wild ist. Ihr habt vielleicht gemerkt, dass sie ein bisschen weiter rauszoomt, während ich hier unterwegs bin. Wir haben jetzt auch wieder ein paar Mechaniken, die theoretisch nur benutzt werden im Startlevel. Oh, ein 500er, die pumpt mich hier aber gerade zu. Einmal Waffen weg, weil wir dann schneller sind und dann wii, einfach auf gut Glück durchspringen. Was soll schon passieren? Wir könnten jetzt theoretisch mit dem wieder zurückgehen, in der großen Hoffnung, dass er in die Fallen läuft. In welches Gefühl ist es schwieriger zu zielen mit den Angriffen, mit dem Controller? Aber den Kopf abgemacht, hallo, deshalb mögen wir das Spiel doch. Weiter. Jetzt kommen, glaube ich, die ernsthaften Fallen. Noch nicht. Der redet ja jetzt auch Deutsch. Wie lustig. Komm nur her. Macht euch irgendwie lustig, wenn ich euch angucken kann dabei. Hey. Ich stecke fest. Hilfe. Vorbeigeschlagen. Bitte tu mir nichts. Ich drücke einfach Knöpfe. Ich werde ihn zerhacken. Okay, Mann. Okay. Du hast Glück, dass du noch ein Bein hattest, auf dem du stehen konntest. 11 von 80. 16 von 80. Wird Zeit, den Schild zu wechseln. So, den Kleinen hier werfen wir auf den Fußboden. Sein Schild hier müsste da eigentlich noch recht fresh sein.
Zeig mal. Ja, 80 von 80. Nice. Den nehmen wir direkt mit. So, ein paar helle Baden. Ist mir ziemlich egal, was ist hier drin. 150er, den gönnen wir uns, weil den können wir nicht mitnehmen. Controller-Probleme. Ich habe keine Kontrolle über mich. Warum heißt das dann Controller, wenn ich nichts damit kontrollieren kann? Falls das Spiel ein bisschen zu hell ist, ich sag, ich habe euch nicht am Anfang in Post-Teller gemacht, ich habe Gamma und so ein bisschen aufgedreht. Wo das Ganze ein bisschen natürlicher aussieht, schätze ich. Ey, mein Kerl. Ah! Fuck, den Holzschild nicht vernichtet. Weil das F-Wort darf ich ja gar nicht sagen. Also schon, aber nicht so oft. Lebenstrank. Ich denke, ich schlage mich gar nicht so schlecht dafür, dass ich seit 100 Jahren nicht mehr gespielt habe. Außer kurz, um hier zu testen. War wirklich kurz nach Re-Release, also 2021, dass ich das Zwergen-Playthrough angefangen habe. Aber hat Spaß gemacht, macht jetzt immer noch Spaß, das Spiel. Ich komme, Ragnar, du kannst dich nicht ewig verstecken. Hinter deinen lächerlichen Fallen, die mir keine Angst machen. Wir dürfen nicht zu dicht ran, sonst war es das für mich. Das hier ist auch so ein, okay, das Spiel ist dann vorbei im Moment und niemand weiß so richtig, warum. Wir müssen nur vor den Segen wieder hinten sein. Quasi alle Fallen in dem Spiel lassen sich so auslösen. Man wirft einfach irgendwas. Das ist, als würde man selber durchlaufen. Das funktioniert tatsächlich auch später so. Also das ist nicht nur hier so, sondern das ist generell über das ganze Spiel. Sobald man irgendwie in so einen Runenraum kommt oder so, ist das relativ normal, dass da unnötig viele Fallen verbaut sind. So wie hier gerade. Dann einfach kurz Waffe werfen. Den Rest wegstecken und dann passt das schon, dann kommt man da durch. Lass uns mal schauen, wie wir gegen den Typ da oben kämpfen. Ich habe ja jetzt meinen Powertrank schon benutzt, aber das kriegen wir schon hin. Hallo, Ragnar! Schön, dich wiederzusehen. Also nicht schön, sondern hässlich. Alter, du magst es, dich mir zu widersetzen? Ich stehe auf der Ist das Homer aus den Simpsons? Ein neues Heer, ein neues Reich. Knackiges Hinterteil, mein Freund. Dein König, was helfen sie dir jetzt? Niemand kann mich aufhalten. Die Zukunft gehört mir und du wirst deine Kameraden wiedersehen in der Hölle. Nicht in der Hölle, Mann. Chill doch mal. Kamera, komm zurück zu mir. Ich glaube, der hat auch tatsächlich ein einzigartiges Kampfmodell. Also das ist der einzige Charakter im Spiel, der so kämpft. Der tötet mich ja gerade ganz saftig. Okay, eigentlich muss ich nur sein Schild kaputt machen, dann hat sich die Sache. Wenn ich ihn dann treffen würde mit meinem coolen Angriff. Aufpassen, dass er sich nicht heilt heimlich. So wie ich das jetzt vorhab. Ich gönn mir kurz 500er, okay? Wenn ich ihn kaputt kriege, ohne dass das Schild... So viel dazu. Ohne dass das Schild kaputt geht, dann kann ich den Schild ja tatsächlich behalten. Ach, ziemlich abgefahren ist, dass man hier jetzt tatsächlich relativ früh eine gute Waffe bekommt mit dem Ritter. Wenn ich sie finden würde. Hallo, wo ist dein Schwert hin? So viel zu dem Thema. Wenn das Ding nicht gerade irgendwo ins Universum geblasen wäre, dann hätte ich mit einer guten Waffe ins nächste Level gehen können. Ist nicht schlimm, die gibt's da auch nochmal. Das Ding wird wahrscheinlich hier irgendwo liegen. Irgendwo hingezicht, denke ich. So ist das halt, wenn alle Sachen in dem Spiel echte Models in der Welt sind. Ah, na gut, das war's. Bisschen Glück, kommen wir unter einer halben Stunde noch hier raus. Das wäre ganz nett. Ragnars Schloss. Wir sind durch hier. Dann danke fürs Zuschauen. Liken und Abonnieren nicht vergessen. Und schaut euch gerne das Zwergen-Walkthrough an. Spielt das Spiel selbst. Der HD-Patch ist ganz nett. Kontrolle-Support funktioniert gut. Mehr habe ich jetzt so nicht zu sagen. Ciao, ciao.